Hey, guten Abend, meine Lieben. Grüßt euch. Schön, dass ihr alle da seid. Es sind echt immer wie sagt man denn? Die Hardcore-Zuschauer sind immer als Erste da. Ich lese mal dann schon euren Chat mit. Und ja, ich freue mich brutal auf den heutigen Stream. Ich muss allerdings auch sagen, es ist ein sehr besonderer Stream, weil ich glaube, ich noch nie für einen Stream so müde war, wie ich es heute bin. Ich habe gerade noch eine Wim Hof Atmungssession gemacht, damit ich wieder ein bisschen hochkomme vom Kreislauf, weil die letzten Tage waren unglaublich anstrengend. Erst war der Julius auf Geschäftsreise und dann gestern war ich auf einem Event in München und bin heute Mittag erst wieder gekommen und die ganzen Nächte davor habe ich nicht gut geschlafen und gestern Nacht habe ich logischerweise auch nicht viel geschlafen. Aber ja, ich habe so einen vollen Stream heute für euch. Wir haben so viel zu erleben und muss euch so viel zeigen. Es wird heute, also ich glaube, ich hatte noch nie in einem Stream so viele neue Düfte wie heute. Und vorab noch kurz, bevor wir starten. Wann habe ich das gemacht? Letzte Woche habe ich meine komplette Audio-Infrastruktur ausgetauscht. Das heißt, ich habe einen anderen Soundmixer. Ich habe eine andere Software. Und ich musste alles neu routen, sozusagen. Meine ganzen Kanäle, was zu euch kommt, was in meinen Kopfhörer landet und die ganzen Logiken. Und ich hoffe, ihr hört mich gut. Und ich hoffe, es wird heute alles funktionieren. Sollten wir an irgendeinem Punkt im Stream mal Probleme mit dem Audio haben, dann sagt mir Bescheid. Dann lösen wir das. Und sagt mir auch gerne, ob ihr einen Unterschied merkt zu sonst. Ich habe jetzt zwar immer noch dasselbe Mikrofon, aber ich habe eine andere Audio-Software, die sozusagen das Signal verarbeitet. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen unterschiedlich sich anhört. Keine Ahnung. Soweit, glaube ich, funktioniert alles. Zumindest meine Fader sehen alle gut aus. Und ihr schreibt auch, ihr hört mich gut. Das ist super. Darum freue ich mich. Erste Hürde schon mal geschafft. Das war nämlich so ein bisschen mein Albtraum heute, dass ich irgendwie dann noch Tech-Probleme habe. Ich wollte es eigentlich vorher testen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Und ich glaube, ich wäre heute nicht intellektuell in der Verfassung, das jetzt zu troubleshooten. Aber gut, man kann ja auch mal Glück haben. Gut, okay. Dann machen wir weiter mit. Ich möchte mich bedanken bei allen Mitgliedern, die sich seit dem letzten Mal verlängert haben. Das ist K.A., die Angelique Jolifond, Magdalena, Heißens Parfum Labor, Manuela HD. Wir haben ein neues Mitglied und zwar einen edlen Spender oder eine edle Spenderin. Vielen lieben Dank, der Jugendstil Fee 77. Dann die Monika Rutzbacker, Alina Ruf, Simone Spatz, der Moritz, Patrick Fuhrmann, Lena W., die Larissa, Javier Lopez, Chris K., Kevin Guri, Jenny Allen, Andrea Landgraf, Uli ist neu dabei, herzlich willkommen, Andrea. Elias Elf, Caro, Kerstin Bischoff, Jonas H., Michael M., Shirin Hofmeister, Christian A., Andrea Höhn, Süßkind Parfum, Nina Aumüller, Silke Dörr, Schazuri, Nicoletta Deikert, Jacqueline Wolf, Belly, Chris Martin und Chris Martin gerade eben, oder? Sehe ich das richtig? Bist du gerade dazu gekommen? Herzlichen Glückwunsch mir und herzlich willkommen dir. Freut mich, dass du dabei bist. Super cool. Okay, die anderen hier sehe ich auch im Chat. Der Hannes ist da. Ja, top, 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 top. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Also zum einen habe ich da das Probenset, das Oriental Set, was wir heute zusammen riechen werden. Ich denke, das werden wir jetzt relativ zum Anfang machen, damit wir den Drydown später dann nochmal anschauen können. Und dann habe ich euch viel zu erzählen von gestern. Ich war gestern auf einem Amouage-Event in München. Das wurde veranstaltet von Nobilis. Das ist der Distributor von Amouage in Deutschland. Und das war spannend. Also da werde ich euch einiges drüber erzählen. Ich werde euch auch ein paar Bilder zeigen. Und dann habe ich, wie gesagt, 5000 Düfte, die ich euch zeigen kann. Und ich habe auch von einer Zuschauerin den neuen exklusiven Guerlain, den Tobacco Honey bekommen. Den werden wir heute auch testen. Und ich bin ganz, ah ja, Ton schwankt total, als wenn immer was geschluckt wird, sagst du? Hören die anderen das auch so? Muss ich mal vielleicht noch mein Noise Gate runterschieben? Das könnte sein. Sag mir mal Bescheid, wie für die anderen der Ton ist. Laut, leise, manchmal dumpf.
Okay. Jetzt, solange ihr mich halbwegs versteht, werde ich vielleicht dann anschließend mal troubleshooten. Ich schaue es mir dann anschließend mal im Video an. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr oder nimmt euch nicht die Lust am Zuhören. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es passt, weil daran kann ich jetzt wahrscheinlich so schnell nichts ändern. Okay, dann starten wir direkt, würde ich sagen, mit dem Oriental Set. Nee, eine Sache machen wir noch davor. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, habe ich mit dem FX Miller eine Kooperation der Art, dass wenn ihr dort einen Duft kauft oder einen, das muss nicht ein Duft sein, einen Warenwert von 80 Euro kauft, dann bekommt ihr nicht nur 5% Rabatt mit meinem Code Leni, sondern ihr bekommt auch immer so eine kleine Entdecker-Duftbox mit dazu. Und die daten wir regelmäßig ab. Und jetzt gerade haben wir sie wieder abgedatet. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was drin ist. Ich schaue jetzt kurz für euch rein, damit wir alle wieder up-to-date sind, weil ich verliere irgendwie den Überblick. Teilweise müssen sie dann auch mal Düfte wechseln, wenn irgendwas out of stock geht. Deswegen sage ich euch jetzt kurz, was da aktuell drin ist. Also, wenn ihr die bekommt, dann... Dann bekommt ihr einmal den Grenadier. Der ist von... das ist der Venustas, glaube ich. Der ist richtig cool. Der, den habe ich noch nicht auf den Videos gezeigt, aber der ist sehr spannend. Ich will jetzt aber auch nichts weiter über den verraten, das könnt ihr euch dann anschauen. Dann da haben wir drin Vixere von Electimus. Wir haben drin den Sugar Leather von Uninomat. Und wir haben drin den Nudo von Morph. Also das sind die aktuellen vier, die ihr kriegt, falls ihr euch im FX-Miller austobt. So. Erster Tagesordnungspunkt schon vorbei. Und jetzt starten wir mit dem Oriental Set. Heute geht es um orientalische Düfte. Das Oriental Set sieht so aus. Diejenigen von euch, die es vorab bestellt haben, die wissen, wie es aussieht. Es ist so lila. Und da ist sozusagen die Auswahl vom Perfume Collective drin mit den tollsten orientalischen Düften, die sie haben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Genau, dann machen wir es mal auf. Übrigens, ich habe jetzt auch festgelegt, was das nächste Set sein wird, das ich bespreche. Und zwar wird es das Fire and Smoke Set sein. Das machen wir aber nicht im nächsten Stream, sondern erst im übernächsten. Weil ich finde, es passt dann irgendwie gut Richtung Weihnachten. So Fire and Smoke finde ich cool weihnachtlich. Also wir haben die Oriental Collection, so sieht es aus innen drin. Was haben wir noch? Genau. Hier sind wieder die Düfte drin, die im Set drin sind. Und ich habe natürlich vergessen, sie vorab für euch zu öffnen. Das mache ich jetzt mal schnell, damit wir dann gleich mitsuchen können. Der erste heißt Black Angel. Das klingt schon mal interessant. Und zwar ist der von Mark Buxton. Ich schalte jetzt gleich wieder um, damit ich nicht die Noten sehe. Ich will mir nämlich selber nicht die Überraschung nehmen. Aber wir testen jetzt den Black Angel von Mark Buxton. Und ich schalte es nur euch her, damit ihr... wir machen das mit den Noten nachher. Lasst uns erstmal schnuppern, was wir riechen können. Und dann schauen wir uns den... schauen wir uns die Parfumo-Infos an. Okay, also der ist für mich so ein bisschen grün. Interessant. Der hat Sunshine Man-Vibes, finde ich. Oder vielleicht bin ich jetzt auch nur so geprägt auf den Sunshine Man, weil ich die letzten Tage viel über den gesprochen habe. Aber definitiv Sunshine Man war es für mich. Also ein bisschen spritzig, grün, aromatisch. Auch irgendwie mit so ein bisschen Sonnencreme viel drunter. Gefällt mir gut. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Bin ich überrascht. Also Black Angel hätte ich mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Der ist schon orientalisch, so wie es der Sunshine Man auch ist. Aber er ist irgendwie trotzdem offen, trotzdem irgendwie strahlend hell, im Gegensatz zu irgendwie dunkel und sehr warm. So finde ich. Würzig, ja. Würzig ist der, sagte Simone. Das stimmt. Sehr schön. Der Sigi Kalkmann schreibt, er hat Aussetzer beim Ton. Hat das noch jemand? Oder? Ich hoffe nicht. Rico, habe ich. Er schreibt, ja, ich hoffe, du hast denen bei Amor schon eine Ansage gemacht, dass der Sunshine Man wieder nach Europa kommen muss.
Ohne Schmarrn, ich habe mich so richtig ins Zeug geschmissen für euch. Ich habe. Übrigens wusstet ihr, dass der Amorsch einen deutschen CEO hat? Der hat die Begrüßungsrede gehalten. Und direkt nach der Begrüßungsrede bin ich zu ihm hin und habe ihn gefragt, was mit dem Sunshine Man ist. Ich glaube, er war total überfallen von mir. War mir auch klar, dass ich ihn da so ein bisschen überfall, aber ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss den Moment nutzen. Also bin ich zu ihm hin und habe gesagt, darf ich eine Frage stellen? Ich würde gern wissen, was mit dem Sunshine Man ist, bla bla bla. Habe ihm erklärt, dass der jetzt neulich bei uns verschwunden ist in Deutschland und dann peu à peu auch in Italien. Und ich glaube, in Österreich gibt es ihn jetzt auch nicht mehr. Und dann hat er, ich glaube, er war ein bisschen überfragt. Ich glaube, ehrlich gesagt, er wusste es nicht genau. Aber er war dann sehr, also er war sehr nett. Er hat dann gesagt, ja, er findet das raus. Und ja, das war echt so dreist von mir. Ich muss jetzt selber, über mich selber schmunzeln. Aber keine Ahnung, ich wollte es halt einfach wissen. Und dann dachte ich, okay, das war jetzt eine unbefriedigende Antwort. Jetzt frage ich noch den, habe ich noch den Creative Director, den Renaud Salmon, gefragt, was damit ist. Und der hat es mir dann sehr gut erklärt. Das kann ich euch jetzt direkt weitergeben. Und zwar, der Sunshine Man verkauft sich anscheinend nicht so gut bei uns. Und dann habe ich ihm gesagt, es kann nur höchstens daran liegen, dass sie nicht genügend Leute kennen. Weil das ist meiner Meinung nach der beste Männerduft, den sie haben. Vielleicht zusammen mit Reflection und Jubilation. Und dann meint der Renaud so, ja, ich finde ihn auch super gut. So nach dem Motto, warum kauft ihn keiner? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, also bringt ihn bitte wieder zurück. Und er hat gesagt, ja, das Problem ist, dadurch, dass sie so viele... Also, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, er ist nicht eingestellt. Amouage stellt grundsätzlich keine Düfte ein. Sondern was die allerdings haben, sind viele neue Releases. Und das bedeutet, nicht alle Düfte können überall verfügbar sein, weil natürlich die Parfümerien nicht das komplette Produktportfolio listen wollen. Keine Parfümerie will 50 Amouage-Düfte im Laden stehen haben. Und deswegen haben die sozusagen, je nachdem, wie sie sich verkaufen, haben die dann eine gewisse Priorität, wie sie in den Läden landen. Und der Sunshine Man ist da halt kürzlich hinten runtergefallen. Und das war dann, ja, ist schade für uns, aber die gute Nachricht ist, man kann ihn noch kriegen. Auf der Amouage-Website selber gibt sie noch, da könnt ihr ihn euch bestellen. Kommt halt dann aus dem Oman. Aber ja, ich meine, wenn man sich den holt, dann muss man schon auch ein Hardcore-Fan sein. Das ist ja kein sehr dezenter Duft. Aber der Julius hat den jetzt fleißig getragen. Wer es nicht weiß, mein Mann trägt den. Und deswegen war mir so wichtig rauszufinden, was mit dem passiert ist. Und jetzt bin ich, ja, ich bin okay. Also ich weiß es zumindest, ich kann ihn kriegen, wenn ich ihn kriegen will. Insofern, ich hoffe, die Info hilft euch weiter. So, okay. Zurück zum Black Angel. Schauen wir uns den mal an. Wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen ähnlich zu dem... Zum Sunshine Man. Ich finde ihn nicht ganz so komplex, um ehrlich zu sein, aber gefällt mir sehr gut. Genau, aha, wir haben Iris. Wir haben Styrax. Das ist dieses harzige orientalische und auch so eine schöne Süße gibt es irgendwie. Jasmin gibt auch Süße und der Ingwer macht das Würzige. Also der gefällt mir persönlich sehr gut. Sehr gut. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob jemand schon behauptet hat, dass der dem Sunshine Man ähnlich ist. Ups, Moment, gehen wir mal rüber. Hier, nee, noch keiner. Naja, gut, okay. Aber ich bin jetzt mal ganz angetan von dem. Jetzt muss ich den noch beschriften. Damit ich ihn gleich wiederfinde. Black Angel. Der ist von Mark Buxton Perfumes. Mark Buxton ist ja ein Parfümeur, der uns wohl bekannt ist. Und es scheint seine eigene Marke zu sein. Jetzt kommt einer. Wenn ich mich nicht täusche, dann hatten wir den schon mal auf meinem Kanal. Und zwar heißt der Sexy Crush von Jus. Von Jus. Oder Juice. Ich glaube Juice, weil da so Punkte zwischen den Buchstaben sind. Egal, also er ist Sexy Crush. Und der ist sehr orientalisch, der ist so ein bisschen rauchig sexy. Ist jetzt für mich sehr untief, persönlich. Also irgendwie normalerweise bei diesen rauchigen, bisschen dunkleren, sexy Parfums bin ich eigentlich gewohnt, dass die so eine Tiefe noch haben. Die spüre ich jetzt hier nicht.
Und ich würde vermuten, dass der wahrscheinlich relativ synthetisch runtertrocknet. Ich weiß nicht mehr, was ich zu dem gesagt habe, als wir den reviewt haben, aber der haut mich jetzt nicht vom Hocker. Auch wenn er nicht unangenehm ist. Ich finde ihn nicht unangenehm. Schauen wir ihn uns mal an. Was sagt denn ihr? Riecht jemand mit? Alex Dash fragt, Helene, was kommt von Amouage Neues? Ich erzähle es euch nachher. Wir reden dann gleich über das Event. Dann erzähle ich euch alles im Detail. Jetzt schauen wir uns noch kurz den Sexy Crush an. Da ist er. Ah ja, Myrrhe Tonka, genau. Tonka kriege ich gar nicht so sehr. Ich krieg mehr Oud, das ist Rosenabsolü. Ich krieg ein bisschen Patchouli. Ich krieg ihn aber relativ synthetisch, muss ich sagen. Und den scheinen nicht so viele Leute zu besitzen, nur 3 Leute. Ah, krass, okay. Hat eine viele Bewertung. Keine gute Bewertung. Warum, fragen wir uns. Ah, ich habe mir sogar was aufgeschrieben damals. Holt mich nicht ab. Rose mit gummonigen Tönen, synthetisch. Interessant. Ah ja. Okay. Sexy Bluff, schreibt der Rico 1. Interessant. Ja. Ich habe auch das Gefühl, also in der Kopfnote merke ich schon, dass der Richtung Synthetik geht und deswegen bin ich jetzt von dem mal kein Fan. Ich schreibe trotzdem mal auf. So. Okay. Dann der nächste ist der AL02 von Biel Parfum Kunstwerke. Das ist wieder die Überraschungskiste. Da gibt der Name keinen Hinweis drauf, wie er riechen soll. Okay. Interessant. Das ist ein... Ich habe das Gefühl, das ist ein mandeliger Gourmand. Aber mit irgendwas Frischem mit dabei. Irgendwas Luftigen. Vielleicht irgendwie ozonische Noten oder ein bisschen Zitrus vielleicht auch. Und drunter aber merke ich irgendeine... Ist es vielleicht eine Mandel oder es könnte... Ich glaube, es ist keine Tonkabohne. Es könnte vielleicht noch... Weiß nicht, was geht denn so in die Mandelrichtung noch? Ich glaube, es ist irgendwie Mandel vermixt mit synthetischen Holznoten. Das könnt ihr mir vorstellen. Und frisch. Also, da bin ich jetzt ungeduldig. Da muss ich jetzt kurz schauen. Wie heißt du? AL2. Da ist er. Schön. Also, was haben wir? Ha, Tonkabohne, ja. Pflaume. Was ist denn das, was ich da kriege? Ich krieg, ich krieg ein bisschen die Gewürznelke und das Labdanum. Er ist sehr orientalisch fruchtig, ja. Eher Richtung getrocknete Frucht als irgendwas anderes, würde ich sagen. Und sehr rauchig unten drunter, ja. Schöner. Den Weihrauch spüre ich auch. Ich muss sagen, zu dem bin ich indifferent. Ich finde ihn nicht schlecht und ich finde ihn nicht super gut. Ist irgendwie so dazwischen. Das ist so einer, den würde ich durchaus mal tragen. Aber ich bin jetzt nicht schockverliebt im Moment. Schauen wir mal. Wenn ich leise rede, hört man mich gar nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Ich rede ja eigentlich, weil ich rede ja gar nicht leise. eigentlich müsstet ihr mich schon gut hören. Zumindest meine Regler hier sind eigentlich in einem guten Bereich. Okay, dann machen wir mal das. Das hat der AL02. Nächster. Jetzt kommt der Eccentric 04. So. Da bin ich gespannt. Ich kenne den, aber ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Oh ja. Wobei ich muss gestehen, so Oriental finde ich den gar nicht. Der ist... zitrisch. Frisch. Minimal grün, bisschen holzig. Kann es sein? Also...
Vielleicht eher Richtung Vetiver kommt mir vor. Ich weiß gar nicht. Kennt jemand von euch den Eccentric? Jetzt schauen wir uns mal an. Sorry, dass ich so durchhetze, aber wir haben echt so viel vor heute. Da sind wir. Okay. Ah, die Wacholderbeere kriege ich stark. Das, und die Grapefruit auch. Marihuana. Hm. Marihuana merke ich nicht. Iris kommt langsam für mich. Und eben, genau, hier. Iso ist super, kriege ich stark. Harz. Sehr angenehm, würde ich sagen. Allerdings hätte ich jetzt nicht in die orientalische Richtung gesteckt. Das war jetzt irgendwie ein Curveball für mich. Weiß nicht. Was sagt ihr zu dem? Wer kennt denn den? Aber Basilea fragt Leni, weißt du oder weiß jemand von euch, wann Herbert Stricker nach Stuttgart zum Bräuninger kommt? Ich weiß es nicht. Aber er ist, glaube ich, in regelmäßigen Abständen dort. Aber frag ihn doch, er hat ja ein Instagram. Frag doch einfach mal The Nose Behind, kannst ja eine Nachricht schreiben. Oh, 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 oh. Und jetzt haben wir noch einen Ormond Jane. Da habe ich große Hoffnungen. Ich habe von Ormond Jane wirklich bisher nur gute Düfte gerochen. Und der heißt Tolu. Upsala. Okay. Muss ich auch noch aufpassen beim Sprühen, wenn ich so ein helles Shirt anhabe. Ah, es enttäuscht nicht. Die haben immer geile Düfte. Ormond Jane ist so eine geile Marke. Ist eine ganz andere Richtung. Aber schon orientalisch, würde ich sagen. Ganz schwer ausmachen. Ich rieche viel Holz. Bisschen was Würziges, aber auch vielleicht so Kumarin, Tonka auch ein bisschen. Ganz schwer. Er ist sehr transparent, also ganz schwer auszumachen für mich. Miami Memory schreibt, Tolu riecht irgendwie nach... ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber nicht unangenehm, nicht unangenehm. Sehr, sehr interessant finde ich den. Schauen wir uns mal an. Tolu heißt so. Ja? Ja, genau, die Tonka. Er ist, und die Orangeblüte, ja, genau. Er ist für mich sehr angenehm. Sehr angenehm. Ich finde ihn orientalisch, aber jetzt, ich hätte mir irgendwie viel krassere orientalische Brecher vorgestellt. Ich hätte mir, glaube ich, viel mehr Oud vorgestellt, viel mehr tiefen Amber. Aber den finde ich sehr angenehm. Da bin ich sehr gespannt, wie der runtertrocknet. Den kann ich nicht gut einschätzen. So. Jetzt sind wir durch mit dem Set, zumindest mit der ersten Runde. Und jetzt, glaube ich, werde ich euch mal kurz von dem Event erzählen. Ja, Alex, der schreibt von Oman Jane, müsst ihr mal den Montabacco Cuba probieren. So ein Hammerteil, leider schwer zu kriegen. Cesar Diaz Cueva schreibt, liebe Leni, was ist dein Lieblings-Vetiver-Duft? Mein Lieblings-Vetiver-Duft ist, glaube ich, Ich habe drei. Sycamore von Chanel, Baldafrique von Byredo und Mr. Vetiver von Unionomat. Das sind meine Lieblings-Vetiver-Düfte. Die sind richtig cool. Okay. So, okay. Nettie Kurbett schreibt, hey Leni, seit ein paar Wochen folge ich hier fleißig deine Beiträge und stehe vor lauter fantastischer Düfte kurz vor der Privatinsolvenz. Ja, das ist so ein bisschen das Risiko, wenn man hier sich hier anschließt auf meinem Kanal. Ich hoffe, du kannst sie abwenden. Vielleicht besorgst du dir ein Parfum-Account und steigst ein bisschen zu Abfüllungen um. Vielleicht hilft es dann, bis du da auf die Beine kommst. Michael L. schreibt, unter Vetiver von Roger ist auch schön, aber ja, ich finde die anderen drei schöner. Sarah Sophie schreibt, Pleite wegen Leni. Ja, da gibt es diesen einen Typen, ne, der heißt Pleite wegen Düfte. Ich sag's immer wieder, aber ich sag's jetzt mal für die neuen Leute, die vielleicht dabei sind. Ich schaue ja nicht so viel andere Content-Creator bezüglich Düfte an.
das war jetzt auch kein deutscher Satz, weil ich mich nicht so beeinflussen will, aber ich bin über ein Video von ihm gestolpert und ich finde den sehr witzig, den Typen. Also so ganz andere Richtung, aber sehr unterhaltsam. Ja. Ah, die Laura Basilea hat mal einen der drei Gründer von Nobilis kennengelernt. Ja, Nobilis ist krass abgegangen jetzt. Also das ist wahrscheinlich jetzt so eine Entwicklung, die bleibt euch als Konsumenten wahrscheinlich verborgen, aber Nobilis als Distributor von Parfummarken ist krass abgegangen in den letzten 2 Jahren. Die haben so viele Marken zu sich geholt, das ist verrückt. Also Chancen stehen gut, dass eure Lieblingsparfummarke auch von denen vertrieben wird. Ne? Und ja, gestern war eben dieses Event in München, das war in der Ketterer Kunstgalerie und das war ein sehr, sehr intimes Event, in Anführungsstrichen. Also es waren nur 22 Leute dort, das Nobilis-Team und eben die Leute von Amouage. Das war unter anderem der CEO, der interessanterweise ein Deutscher ist, aber schon seit Ewigkeiten jetzt im Oman lebt und sich auch gar nicht mehr so leicht tut, dann Fragen auf Deutsch zu beantworten. Da war er immer ganz... nicht beklommen, aber er hat so gesagt, ja, ich versuche es auf Deutsch, aber ich kann es nicht mehr so gut und so. Er war ein sehr sympathischer Typ. Und dann war eben der Renaud Salmon mit dabei und die Cécile Saroukian. Und die Cécile Saroukian, die kennt ihr. Also ihr kennt sie vielleicht nicht als Parfümeurin, aber ihr kennt sicher Düfte, die sie gemacht hat. Unter anderem hat sie nicht nur die Epic-Reihe gemacht bei Amouage, sondern auch Annie von Nishane und natürlich auch den Nishane X, den Annie X, der jetzt kürzlich rauskam. Und das ist eine sehr beeindruckende Frau. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen Bilder. Aber im Prinzip war es so, dass wir da in diese Art Gallery gekommen sind, sind die ganzen Gäste gekommen und die Jasmin vom Madame Tamtam Kanal war auch da. Und ansonsten kannte ich niemanden. Das waren ganz viele so Lifestyle-Influencer und also Jasmin und ich waren, glaube ich, so die einzigen, die sich so richtig tief mit Duft beschäftigt haben. Und dementsprechend war es irgendwie, ja, es war sehr, sie haben sich echt spannende Sachen überlegt. Es war so ein kleiner Empfang, dann waren natürlich da die Düfte ausgestellt und so weiter. Und dann wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Also beide Gruppen hatten sozusagen dasselbe Programm, aber nicht zur selben Zeit. Und jetzt lasse ich euch einfach mal ein bisschen an meinen Stories teilhaben. Also die haben das echt... Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich hier umschalte. Ich glaube hier. Genau. Die haben das echt wunderschön gemacht. Also überall waren die Düfte ausgestellt. Ich lasse jetzt einfach mal kurz durchlaufen und erzähle so ein bisschen was davon. Und es war cool, weil ich auch die Düfte testen konnte, die ich halt noch nicht kannte davor. Das hier, das ist die Elif, die ist vom Nobilis-Team, die hat das alles organisiert. Super süß haben sie das alles gemacht, richtig cool. Und dann sind wir, wie gesagt, eingeteilt worden in diese Gruppen. Dann haben wir alle eine Schürze anbekommen und eine Staffelei. Und die Challenge war dann sozusagen... dieses Kunstwerk The Art of Living von Magritte, das seht ihr hier, das sozusagen als Inspiration zu nehmen, aber dann surrealistisch ein eigenes Bild draus zu kreieren. Das war sozusagen die Kollaboration der Kunstgalerie mit der Duftwelt, weil es im Duft ja genauso passiert. Duft ist ja auch irgendwie immer dann eine surrealistische Interpretation von irgendwas. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass das so literal, also so buchstäblich, dass wir da wirklich dann was machen. Und es war nicht nur malen, sondern es war auch wirklich basteln. Wir hatten dann da alle eine Schere und Stifte und halt Papier zum Schneiden und Kleben und Farben, also teilweise so Wachsmalstifte, die sich im Wasser lösen, Wasserfarben, dann richtige Acrylfarben und so weiter. Und dann standen wir da vor diesem weißen Leinwand und haben die gesagt, so, jetzt macht mal, macht wie ihr wollt, so nach dem Motto, es gibt keine Regeln. Und das ist ja echt immer so, puh, wenn du so gar nichts vorgegeben kriegst, ist es sehr schwierig, dann da irgendwas draus zu machen. Und man hat sehr schön gesehen, was so die unterschiedlichen Ansätze waren. Also mein Ansatz war immer, ich hatte eine Idee für irgendwas, das habe ich dann gemacht.
Und ich habe aber nicht weitergedacht. Ich habe immer die eine Sache dann gemacht und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann habe ich das gemacht und so ist mein Bild dann entstanden. Neben mir war eine Vogue-Redakteurin und die hatte von vornherein so eine richtige Vision. Und die hat dann ihre ganzen Elemente erstmal separat gemacht und am Schluss das alles erst zusammengefügt. Aber deren Bild war auch wirklich hammergut. Meins war jetzt, ich würde sagen, nicht unbedingt hammergut. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, habe mich da jetzt nicht selbst übertroffen, aber es war ganz witzig. Ihr seht, glaube ich, gleich das Bild. Aber das hat richtig lange gedauert. Also wir haben, glaube ich, schon über eine gute Stunde haben wir da gebastelt. Und im Endeffekt war das dann mein Kunstwerk. Also ja, es ist so lala geworden, würde ich sagen. Ich habe halt das ein bisschen, ja, war ein bisschen kreativ. Egal. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Anschließend sind wir da. Gab es dann eine Masterclass, wo der Renaud und die Cécile uns das Konzept der High Perfumery erklärt haben, so wie Amouage das eben verfolgt, beziehungsweise was eben der Unterschied ist zwischen High Perfumery, so wie es auch High Fashion gibt, und Fast Perfumery oder eben Fast Fashion. Und interessante Info, die ich selber noch nicht wusste, und ich bin jetzt gespannt, ob ihr das wusstet. Der Renaud hat erzählt, das war mir nicht klar. Ich dachte immer, die verschiedenen Konzentrationen, also Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extrait und so weiter, die haben sozusagen eine fixierte Range, in der sie sich bewegen. Weil man immer sagt, hier ein Eau de Toilette hat zwischen 5 und 8% Konzentration, Eau de Parfum zwischen 8 und 15 und ein Extrait dann irgendwie 15 bis 30 oder irgendwie so. Und er meinte, das ist aber nirgendwo fixiert. Also niemand kontrolliert das. Das heißt, wenn jetzt jemand ein neues Parfum rausbringt, dann kann der da draufschreiben, es ist ein Extrait, auch wenn nur 2% Duftöl enthalten ist. Und das ist ja schon eigentlich ein starkes Stück, ne? Weil wer kontrolliert denn das dann? Also das ist schon irgendwie, das ist richtig Wild West. Und er meinte halt, Amouage gibt immer exakt an, wie viel Konzentration in jedem Duft drin ist. Und das wäre halt sozusagen auch diese Qualitätskontrolle, die sie sich da selber auferlegen. Oder was heißt Qualitätskontrolle? Halt einfach irgendwie eine gewisse Accountability, dass wenn sie sagen, was heißt denn Accountability auf Deutsch? Eine Verantwortung, die sie da übernehmen, also wenn sie sagen, hier, das ist ein Eau de Parfum mit 20%, dann hat es auch 20%. Ne? Weil ich war schon öfter mal verwirrt, wenn ich irgendwelche Sachen teste und dann steht da Extrait und es kommt mir wirklich sehr leicht vor und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da wird viel Schindluder getrieben, meiner Meinung nach. Und ich finde, das sollte eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sein, dass man es so macht. Okay. Zweiter Punkt war dann die Rohstoffe natürlich, die Rohstoffgewinnung. Und Amouage konzentriert sich ja hauptsächlich auf Weihrauch, auf die Rock Rose, so eine bestimmte Art von Rose, die in sehr hoch wächst, und auf Ambra, also Ambergris, haben sie gesagt. Sprich, das natürliche Ambra, also nicht das synthetische, sondern das natürliche. Und dann hat er das erklärt, dass das halt ein Walexkrement ist und dass der Wal das raus erbricht in den Ozean und dass das dann da schwimmt und so weiter. Und alle waren voll so, die anderen Zuhörerinnen waren es hauptsächlich, waren auch ein paar Männer mit dabei, aber es waren überwiegend Frauen, die waren alle so, wow, so wow, was krass, ein Walexkrement. Und ist schon irgendwie interessant, wenn man so länger im Parfum-Game ist, die Absurdität dieser Sache, die kriegt man dann irgendwie gar nicht mehr so mit, weil es ist ja schon eigentlich sehr merkwürdig, dass das ein Walexkrement ist und das, also, dass es dann so wertvoll auch sein kann, ne? Krass. Genau, dritte Sache, was ich auch sehr spannend fand, sagt er, war eben die Zeit, also sprich, wie lange die Düfte reifen gelassen werden. Und die nehmen sich tatsächlich für jeden Duft unterschiedlich viel Zeit. Es gibt dann immer eine Reifung und dann gibt es noch eine Mazeration im Anschluss.
Oder wie sagt man auf Deutsch? Mazerierung? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall muss der Duft nochmal nachreifen, bis er sozusagen zu seiner vollen Entfaltung kommt. Und es gibt so Düfte, wenn du die zu früh probierst, zum Beispiel hat er gesagt, der Geruch von Blackberry, das ist ganz extrem. Wenn du das zu früh probierst, dann riecht es nach faulen Eiern. Das heißt, du musst dann wirklich diese 6 bis 8 Wochen warten, bis das dann sich voll entfaltet hat. Und erst dann kannst du überhaupt bewerten, ob diese Duftkreation, die du da vor dir hast, was taugt oder nicht. Ja? Und Alex Desch fragt, wie hattest du den Herrn Salmon empfunden? Er bekommt ja von der Community recht viel Kritik, weil unter ihm die Düfte schlechter wurden, sagen zumindest viele in der Community. Ich empfinde den eigentlich genauso, wie ich mir so einen Creative Director vorgestellt habe, nämlich der ist sehr wach, also im Sinne von, der hat einen sehr intensiven Blick und introvertierter Typ, sehr ruhig, hat eine sehr ruhige Ausstrahlung, aber hat trotzdem dann eine sehr gute Präsenz, wenn er spricht. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Düfte unter ihm schlechter geworden sind. Ihre Strategie geändert unter ihm, vielleicht ist das, was du meinst. Weil ich hatte ihn nämlich auch gefragt, früher haben sie ja immer die Düfte in so Pärchen released. Ne? Es gab immer eine Damenversion und eine Männerversion, auch in den verschiedenen Flakons. Und jetzt die letzten Releases waren immer alles Collections, also zusammenhängende Stories, die dann aus 4 oder 5 Düften bestehen. Und ich habe ihn gefragt, wieso sie da ihre Strategie geändert haben. Und er hat mir das echt gut erklärt. Er hat dann gesagt, der Grund ist, dass Amouage mittlerweile so ein großes Produktportfolio hat, dass es für jemanden, der neu an die Marke gerät, relativ schwierig ist, da einen guten Einstieg zu finden. Und wer von euch schon mal Amouage-Düfte probiert hat, der weiß, dass die jetzt nicht gerade Beginner-Level sind. Ja? Also wenn du jetzt einem Menschen, der noch nie sich mit Parfum beschäftigt hat, einen Amouage-Duft gibt, die Wahrscheinlichkeit ist, der mag es relativ gering, weil es einfach schon intensive, starke Düfte sind mit einem starken Charakter, die nicht immer super gefällig sind. Die meisten sind schon gefällig, aber die sind halt auch sehr viel konzeptioneller. Es ist halt richtig Nische und das macht es dann Leuten auch ein bisschen schwerer, den Zugang zu finden. Das war jetzt nicht, was er gesagt hat, das interpretiere ich jetzt. Aber er meinte halt, dadurch, dass man dann Collections macht, tut man sich leichter, sozusagen einen Einstiegspunkt zu finden. Weil sie hatten jetzt kürzlich letztes Jahr hatten sie die Odyssey Collection, diese Escape, ne? Da wo der Guidance mit dabei war, der Lineage, der Search und der Purpose. Und dann kürzlich hatten sie die Opus-Reihe, die Library Collection heißt, glaube ich. Und das sind alles schon viel dunklere Düfte, viel mehr Oud, viel heftiger, ja. Und die haben schon immer dann sozusagen ein zugrunde liegendes Thema. Und wenn du dann vom Thema her einsteigst, dann kannst du sozusagen eine Reise machen. Und die Reise geht auch immer von leichtester Duft zu schwerster Duft. Dass wenn man 4, 5 Düfte hintereinander testet, dass man nicht mit dem Stärksten anfängt und dann den Leichtesten überhaupt nicht mehr riechen kann, weil die Nase schon komplett taub ist, sondern dass man wirklich sozusagen das wie eine Art Menü hat, ja? Also das Menü, ich erfinde das jetzt dazu. Also so interpretiere ich, was er gesagt hat, nämlich, dass man sozusagen eben von leicht nach schwer geht. So ein bisschen, wie man es auch beim Essen ein bisschen macht. Da haben die typischen Gänge, die man so in einem Menü isst, die haben ja auch irgendwie ihren Sinn, ne? Was so gut ist für die, ja, was angenehm ist für den menschlichen Geschmack, wie auch immer. So, genau. Das hat er erklärt, beziehungsweise das habe ich dann gefragt. Das hat er dann erklärt, was habe ich ihn noch gefragt? Ja, es war so witzig, er hatte dann, genau, der vierte Punkt sozusagen nach der Zeit, was dann die High-Perfumerie ausmacht, das sind dann eben die kreativen Köpfe. Also, das wisst ihr auch, dass Amouage halt mit vielen bekannten Parfümeuren zusammenarbeitet. Und war so witzig, er hatte dann diese Folie vollgepflastert mit verschiedenen Köpfen, deren Namen man alle kennt oder ich alle kannte. Nur der Quentin Bisch hat es nicht drauf geschafft. Der war nicht drauf. Und dann habe ich ihn gefragt, ob der halt von der Liste runtergeflogen ist oder was da los ist nach dem Motto. Und dann war er ein bisschen verlegen. Hat er gemeint, ja, der Quentin, der hat ja jetzt erstmal vor einem Jahr, glaube ich, die ersten Düfte gemacht. Und ich nehme an, dass diese Präsentation schon ein bisschen älter war. Aber ja, der gehörte auch dazu, hat er gemeint. Genau. Und das war das. Jetzt gehen wir wieder in die Story. Können wir hier vielleicht mit der Ding weitermachen.
Genau, und dann hat die Cecile ein bisschen erzählt, speziell natürlich über die Düfte, die sie kreiert hat, insbesondere die Epic-Reihe, die haben wir dann da auch gerochen. Und es war sehr interessant, wie sie sozusagen die Zusammenarbeit auch beschrieben hat, ne? Weil die Cecile ist ja eine unabhängige Parfümeurin, die wird halt dann sozusagen, ich denke, verpflichtet für diese Kreation, ja, aber die arbeiten ja mit vielen Parfümeuren zusammen. Und die Cecile anscheinend hat sie den Ruf, dass sie immer halt super, dass sie super teuer ist. Also im Sinne von, dass sie immer Düfte kreiert, die halt super teuer sind. Und das war schon immer so, haben sie sich schon ein bisschen so hin und her geschmunzelt, die beiden. Aber sie macht halt da auch keine Kompromisse. Und war sehr interessant, auch ihr zuzuhören, wie der Prozess ist. Und der Prozess ist ja auch so, wie es der Herbert schon mal beschrieben hat, im Sinne von, der Creative Director überlegt sich den Duft, die Inspiration, den Brief. Und der Parfümeur versucht, den dann zu interpretieren und umzusetzen. Und er hat beschrieben, dass zum Beispiel vorkommen kann, irgendwie, er war mal in so einer Stadt, ich glaube, da ging es um Material, den roten, der, finde ich persönlich, sehr ähnlich zu Grand Soir riecht. Das war irgendwie im Corona-Lockdown und da war in dieser roten Stadt, weil die aus Lehm, also hauptsächlich aus Lehm gebaut ist und so, dann hat es irgendwie geregnet und da gab es dann diesen ganz tollen Geruch und den wollte er irgendwie einfangen und daraus hat er dann einen Brief entwickelt und so weiter und so fort. Und der Material war im Endeffekt sozusagen, sollte die Zelebrierung das Ende der Corona-Pandemie darstellen. Fand ich auch spannend. Und dann haben wir noch Rohstoffe gerochen und probiert. Und dann hatte er so eine Schale mit lauter Weihrauchtropfen. Kann man das so sagen? Tropfen. Und dann hat er zu uns gesagt, jeder soll jetzt hier so ein Weihrauchstückchen ziehen. Ich zeige euch das mal hier, das ist meins. Das habe ich mir rausgesucht. Und wir sollen versuchen, eins von der höchsten Qualität zu ziehen. Und dann habe ich halt reingelangt, habe mich von meiner Intuition leiten lassen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie Weihrauch aussieht, der von der höchsten Qualität ist. Und Michael, die Rohstoffe werden wirklich aus dem Oman bezogen. Also der Weihrauch, die Rose und das Ambergris auf jeden Fall. Und nicht alle, aber die, auf die sich konzentrieren, werden aus dem Oman bezogen. Und der Weihrauchbaum, von dem das geerntet wird, der ist auch relativ ergiebig. Also er meinte, das Yield, also sozusagen das, was sie rauskriegen aus einem Kilo Weihrauchharz, wäre, ich glaube, 5%. Also sprich, aus einem Kilo kriegst du schon, muss man rechnen, 50 Milliliter pures Weihrauchöl raus, was gut ist, je nachdem, wie du es extrahierst. Aber er meinte dann eben so, jetzt zieht mal alle so ein Tröpfchen und es riecht auch noch so gut. Oh. Und dann sagt er so, wessen Weihrauch grün aussieht, meiner ist grün, das ist die höchste Qualität. Dann die zweitbeste Qualität ist, wenn er weiß ist. Die drittbeste Qualität ist, wenn er gelb ist und wenn er dunkel ist, ist es die schlechteste Qualität. Also habe ich einen super Griff gemacht dann. Das war auf alle Fälle cool. Da haben wir auch Tonkabohnen gerochen und dann hatten sie noch die Attaröle dabei. Das war auch spannend. Aber genau, also das war diese Masterclass und um ehrlich zu sein, ich glaube, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, aber ich glaube, ich habe am wenigsten gelernt von allen, die dort waren, aber es war trotzdem immer noch sau spannend für mich und es war vor allem auch cool, einfach halt diese Fragen stellen zu können. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Dann, wie gesagt, dann hat die Cecile einiges erzählt. Hat auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, als Frau in der Parfumbranche, als Parfümeurin dann wirklich irgendwie Fuß zu fassen. Dass es schon so ein bisschen eine Männerwelt ist, in der, zumindest als sie angefangen hat, Frauen noch nicht so wirklich einen Fuß in die Tür kriegen konnten. Und sie hat ursprünglich Medizin studiert, was ich ganz spannend fand, und ist dann erst über Umwege zur Parfümerie gekommen. Und ich habe sie dann beiseite genommen, da haben wir das Bild dann auch gemacht und habe zu ihr gesagt,
hey Cecile, so nach dem Motto, ich wollte mal halt ein Kompliment machen, weil sie einen meiner All-Time-Lieblingsdüfte kreiert hat. Dann habe ich zu ihr gesagt, der ist aber nicht von Amouage. Und der Renault stand direkt daneben und ich sagte, der ist nicht von Amouage, der ist von Nishane. Und dann hat sie gesagt, was, welcher? Dann sage ich, ja, Annie. Und sie so, hat sich voll gefreut, hat mich gefragt, ob ich den Annie X getestet habe. Und den habe ich ja letzte Woche auch getestet im FX Miller. Und ja, der ist auch wunderschön, ja. Also kann ich jetzt gar nicht sagen, welchen ich da schöner finde. Ich werde definitiv jetzt mal den nicht kaufen. Ich werde jetzt erstmal meinen Annie leer machen. Das wird nicht mehr so lange dauern, weil da ist echt nicht mehr so viel drin. Aber ja, richtig cool war das mit ihr. Und ich glaube, sie hat sich auch irgendwie gefreut, dass jemand ihre Düfte kannte. Ich glaube, ich war so ziemlich die Einzige, die so ein bisschen wusste, was sie schon gemacht hat. Aber okay, war ganz cool. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir als nächstes gemacht? Dann hat sie gesagt, sie hat Edibles entwickelt für uns. Das heißt, wir haben ja dann alle anschließend Champagner oder Sekt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was war, Sekt getrunken. Und da haben sie dann sozusagen Parfum reingesprüht und wir konnten dann auswählen zwischen Safran, Tobacco Oud war das andere und noch irgendwas. Ich bin mit Safran gegangen, weil ich hatte ein bisschen Angst vor der Oud-Geschichte. Und die Idee war sozusagen, dass man dann zusammen mit dem Sekt den Duft auch mit einatmet. Und ja, die sah auch aus, ey, richtig High Fashion, war richtig cool. Und das war hier sozusagen unser Dinner Table, das war richtig cool. Und dann schaut mal, neben wem ich saß, ey. Hier sitze ich, ne? Und hier sitzt der Renaud und die, also Elif, falls du es anschaust, vielen Dank, das war echt so cool, dass sie mich neben den Renaud gesetzt hat, weil es hat halt bedeutet, dass ich 2,5 Stunden war er mir ausgeliefert, ja, und ich konnte ihm alle möglichen Fragen stellen, das habe ich auch gemacht und es war richtig cool, also es hat mir richtig Spaß gemacht mit ihm, er ist ein super angenehmer Gesprächspartner und mir gegenüber saß die Cecile. Und das war richtig cool. Ich hatte auch noch rechtzeitig auch noch einen sehr interessanten Gesprächspartner, aber ich war echt so happy mit dieser Sitzordnung. Habe ich echt den Jackpot geknackt, absolut. Genau. Und dann haben wir auch noch, natürlich musste ich ein Beweisfoto machen mit ihm. Das war echt gut, haben wir uns gut verstanden. Und es ist sehr interessant, er hat erzählt, dass er ursprünglich aus der Fashion-Industrie kommt. Und das hat man ihm auch angesehen. Er war auch super stylisch angezogen. Und dann hat er so erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was hast du dann gemacht da bei Dolce & Gabbana? Hat er gesagt, sagte ja, er hat The One for Man gemacht. Und ich so, wirklich? Das ist ja einer meiner wirklich liebsten Designer. Es ist fast mein liebster Designer-Herrenduft. The One for Man. Der ist immer noch super gut. Und er meinte dann so, ja, das war ein bisschen Beginner's Luck, also Anfängerglück, aber richtig cool. Da war ich richtig beeindruckt. Und ja, im Grunde, das war's dann. Das war dieses Dinner. Und so sah das dann aus. So hatten die ihre Displays. Konnte man probieren natürlich. Und da war noch so ein toller Fotograf aus Berlin, der hat dann auch so Bilder von uns gemacht, während wir unterwegs waren. Und das ist jetzt nicht mehr interessant hier. Genau. Ja, war cool. War wirklich cool. Wir haben auf Englisch gesprochen, weil ich kann kein Französisch. Das Maximale, was ich hinkriege, ist die Duftnamen einigermaßen auszusprechen, aber das war's dann auch. Ja, Julia schreibt, er hat sich bestimmt auch gefreut, dass jemand so interessiert ist. Ja, ich glaube, er war ein bisschen geschockt, wie detailliert und spezifisch meine Fragen waren, aber ich glaube, so nach dem anfänglichen Schock hat es ihm dann getaugt. Weil ich stelle mir halt vor, dass er auch ganz oft dasselbe erzählen muss. Er spricht selber kein Deutsch, aber die Cecile versteht Deutsch. Sie spricht es nicht wirklich, aber sie versteht einigermaßen. Und ja, natürlich habe ich auch mit der Jasmin geredet, logisch. Ja, natürlich. Aber die saß dann beim Dinner ganz woanders als ich. Und ich habe aber ehrlich gesagt mit allen so ein bisschen geredet. Es waren noch, ja, wie gesagt, Redakteure von der Vogue, von der Glamour. Eine Dame von Aus Liebe zum Duft war auch da und halt jede Menge Influencer. Und ja, es war spannend. Spannend, spannend. Sehr viele verschiedene Leute aus allen möglichen Städten. Genau.
Ja, das war sozusagen der Event, das Event, der Event, das Event, das Event. Und dann haben wir noch eine Giftbag bekommen. Und die habe ich noch nicht aufgemacht. Das wollte ich jetzt mit euch machen. Das machen wir jetzt mal kurz. Ich glaube, da ist ein Duft drin. Ich glaube. Und ich finde, Amouage hat immer so tolles Packaging. Ich meine, die langen natürlich preislich auch ordentlich hin. Aber ich bin jetzt super gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, irgendwas, was ich tragen kann. Oh, cool. Ich wusste nämlich schon, das ist jetzt der Honor Woman. Den habe ich noch nicht, was sehr cool ist. Und das ist auch einer, der wirklich sehr tragbar ist. Die Männer haben nämlich, was haben die bekommen? Royal Tobacco, glaube ich, oder? Royal Tobacco? Oder Tobacco Oud? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber die haben so einen Oud-Duft bekommen und ich habe es schon rüber gelinst und ich habe mir gedacht, vielleicht haben wir ja was anderes, aber das ist cool. Honor ist cool. So, ein Hallo aus Warburg, ein Hallo aus Regensburg. Genau. So, jetzt fragte Alex, wann kommt denn was Neues von Amouage? Fun Fact: Als ich auf dem Weg war zum Event, kriege ich eine Insta-Nachricht von einem Zuschauer. Ich weiß gar nicht, Alex, warst du das vielleicht sogar? Der mich gefragt hat: Kannst du den Renault bitte fragen, ob jetzt bald ein neuer Jubilation rauskommt? Also eigentlich eine sehr random spezifische Frage. Und ich dann so im Scherz zu ihm: Ich schau mal, ob sich's ergibt. Ne? Und dann saß ich da eben neben ihm im Dinner. Wir haben über die verschiedenen Konzentrationen und wie viel Zeit die Reifung bestimmter Noten braucht und so weiter. Und sagt er: Ja, schau mal und zeigt mir so ein Bild von einem neuen Jubilation Batch, das jetzt letzte Woche erst freigegeben wurde. Das heißt, es kommt ein neuer Jubilation raus. Und der Jubilation 25, der wurde ja damals kreiert zum 25. Jubiläum von Amouage. Und hat auch 25% Duftkonzentration. Und jetzt kommt ein neuer Jubilation raus mit 40% Duftkonzentration. Der wird Jubilation 40 heißen. Und er meinte, den zu kreieren war ein Albtraum, weil sie jetzt irgendwie, ich glaube, fast ein Jahr dafür gebraucht haben. Weil der nämlich so eine Blackberry-Note im Opening hat, die, wie gesagt, am Anfang immer nach faulen Eiern riecht. Das heißt, für jeden Versuch, ihr hört mich nicht mehr. Ist es so? Es hängt. Alles gut? Hört ihr mich? Schreibt mal bitte ein paar mehr Leute im Chat. Was heißt denn hängt? Ah, okay, vielleicht müsst ihr mal auf Refresh drücken. Weil mein Ton wird schon angezeigt, dass er noch übertragen wird. Okay. Aha. Bild läuft gut, aber Ton ist weg. Okay, drückt bitte auf Refresh. Oh Mann, wenn das jetzt schon wieder losgeht mit dem scheiß Audio-Bugs hier. Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Okay, na gut, ihr hört mich wieder. Das ist gut. Wer mich nicht hört, ich schreibe es mal in den Chat. Wer mich nicht hört, drückt auf Refresh. So. Was wollte ich sagen? Genau, die haben für jeden Versuch dieses neuen Jubilations-Duft irgendwie 8 Wochen gebraucht. Und deswegen hat sich das ewig hingezogen, weil das mit dieser Blackberry-Note ein bisschen tricky war. Genau, also, wer den Amouage Honor noch nicht kennt, der sieht so aus. Es ist so ein weißblütiger Duft. Ich nenne das immer, das ist so ein Boss-Bitch-Duft. Der ist richtig, richtig, richtig weißblütig. Super pudrig, super. Ich finde schon auch madammig, also sehr reif, finde ich schon. Das würde ich jetzt nicht so an einem jungen Mädchen sehen, aber sehr edel. Hätte gut auf das Event gestern gepasst. Also super cool. Freue ich mich, den in meiner Sammlung zu haben. Und habe ich Regress geschrieben? Refresh. So. Michael L. fragt, bezieht sich die 40 wirklich auf die Duftölkonzentration? Ich glaube schon. Ja, Amouage ist ja schon bekannt dafür, dass die auch mal höhere Duftkonzentrationen machen. Ich sehe gerade, mein Activity-Feed ist auch weg hier. Hier läuft irgendwie gerade einiges nicht so gut im Stream. Der Elias hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen lieben Dank. Und Made hat es bekommen. Danke dir. Und das war im Grunde das Event.
Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt sie jetzt, weil ich würde jetzt dann nämlich zum nächsten Thema gehen. Schauen wir mal, was ich noch habe für euch. So viel. Oh. Machen wir mal weiter mit der nächsten großen Ankündigung. Und zwar, es gibt einen neuen Soradora-Duft, der rauskommt. Und zwar so ein weißer. Er nennt sich Mellow. Und der ist so frisch. Moment, ich versuche mal den näher zu zeigen. Der ist so frisch, dass es den noch nicht mal auf Parfumo gibt. Zumindest heute Nachmittag gab es den noch nicht. Und ich habe ihn einmal im Vorbeigehen, als er ganz frisch kam, habe ich ganz kurz gerochen, aber nicht wirklich. Und jetzt testen wir ihn mal richtig. Der Yanni kommt ja auch bald raus. Sorry. Ups. Und der kommt aber später raus. Der Mellow wird jetzt zuerst released, glaube ich. So, jetzt probieren wir den mal. Boah, ja krass, das ist voll die gourmandige Vanillebombe. Richtig krass, also Vanille auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen veilchenartig, sehr süß. Tonkabohnig, richtig tonkabohnig, also so richtig gourmandig. Und aber gleichzeitig auch ein bisschen rauchig, finde ich. Irgendwie ein bisschen ambriert. Ich würde ihn euch gerne auf Parfumeur zeigen, aber den gibt es leider, wie gesagt, noch nicht. Der ist noch nicht in der Datenbank drin. Und es gibt auch, glaube ich, noch keine Reviews wirklich zu dem. Dabei liegt er jetzt schon eine Woche bei mir. Ich bin ja nie die Erste eigentlich mit irgendwas, aber heute vielleicht mal schon. Also, ich glaube, der wird ein würdiger Nachfolger für den Erfolg des Mandorle sein, weil der super likable ist, der ist super stark, also wirkt zumindest intensiv und er ist unisex genug, dass ihn auch Männer tragen können, auch wenn ich ihn eher als feminin einschätzen würde. Der ist heftig laut, also ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss den natürlich jetzt noch länger tragen. Es kommt auch sicher noch ein ausführlicher Review in meinen Videos demnächst. Aber der passt jetzt richtig gut in die Jahreszeit. Ja, gourmandig, süß, Beast Mode, Power. Ja, vielleicht auch cool zum Schenken. Ich weiß noch nicht mal der Preispunkt. Ich wollte nachschauen, aber der ist noch nicht mal auf der Soradora Website selber. Das heißt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann das Release Date ist. Und man hat mir jetzt auch nicht gesagt, ich darf nicht über den reden, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verunsichert, ob sie vielleicht vergessen haben, mir zu sagen, dass man noch nicht über den reden darf. Weil irgendwie ist er nirgendwo. Aber ihr habt ihn jetzt hier gesehen, er wird kommen. Und ich finde ihn sehr geil, so auf den ersten Sniff. Er ist richtig schön, süß, tonkabohnig. Richtig, richtig nice. Gut. Ah, cool. Hier stehen die Noten drauf. Gucken wir mal. Also hier steht rosa Pfeffer, Himbeer, Vanillekristall, was auch immer das ist, Orangenblüte, Heliotrop, Mandel, Kumarin, Veilchen, Ambrettsamen und Moschus. Klingt schon mal richtig geil, oder? Ja, Mellow hört sich gut an, finde ich auch, aber man schreibt ihn M-A-L-L-O-W. Also, ja. Ja, Richtung Weihnachten kommen immer viele Vanilledüfte raus. Das ist halt die Jahreszeit, ne, für die kuscheligen Gourmands. Aber ich freue mich sehr über den. Dann, was haben wir noch? Machen wir gleich weiter mit dem nächsten krassen Vanilleduft. Und zwar, es gibt einen neuen Electimus. Electimus ist für mich immer ein Angstgegner. Wenn die irgendwas schicken, gibt es immer Probleme mit dem Zoll. Also letztens ruft mich so ein Zollbeamter an. Ich wusste nicht, dass die den schicken. Und meint, da hängt irgendwas für mich und der braucht jetzt einen Kaufbeleg und so weiter. Und so, ich habe keine Ahnung, was los ist. Entweder ist es immer Probleme mit dem Zoll oder mit FedEx. Aber er hat seinen Weg zu mir gefunden. Und er heißt Vanilla Edesia. So sieht er aus. Und den gucken wir uns jetzt an. Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Fluni McFlunilo schreibt, wäre lustig gewesen, wenn auf dem Zettel gestanden hätte, dass du nicht über ihn reden sollst. Ja, das wäre für euch lustig gewesen, für mich nicht so. Kriege ich nämlich keine Pakete mehr. Aber jetzt gucken wir uns mal den Electimus an. Boah, der Sprüher ist wieder
Elektimus-Sprühe sind richtig, richtig gut. Oh ja, okay. Da machen wir es jetzt aber kurz, da zeige ich euch direkt die Noten, dann könnt ihr mitschauen. Also, das ist er. Stark, ja, sehr mandellastig, steht auch hier. Milchig, kann ich auch voll unterschreiben. Balsamisch, ja. Kriegt den Weihrauch aus der Kopfnote extrem. Er ist aber schon dreckig. Also dieses ganze Nagamota, Patchouli, Vetiver-Ding, das, auch das Amber, das kommt stark. Also Elektimus bleibt sich treu. Das ist jetzt kein zahmer Vanille-Gourmand. Also ich würde auch nicht sagen, dass der Soradora ein zahmer Vanille-Gourmand ist, aber der ist auch wieder sehr tief, ne? Wirklich stark weihrauchig. Und der Kreuzkümmel, den kriege ich auch tatsächlich auch. Bisschen Zimt, nicht so sehr die Rose, nicht so sehr Ylang Ylang, Koriander auch nicht. Er ist würzig, holzig, rauchig, süß, vanillig, würde ich sagen. Aber er ist definitiv irgendwie dark, also schon düster. Ja. Tendenz maskulin diesmal. Ich glaube, dass mir der gut gefallen wird, wenn ich den erstmal trage. Der wirkt sehr komplex. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass er sich gut entwickelt. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht sagen direkt. Der Stream hängt wieder. Mann. Aber ist es das Bild? Ist es auch das Bild oder ist es nur der Ton? Weil dementsprechend weiß ich, wo ich troubleshooten muss. Der ganze Stream. Okay, dann ist es aber die Streaming-Software und dann kann ich da nichts dafür. Dann liegt es nicht daran, dass ich an der Audio-Software rumgespielt habe. Das ist natürlich nervig, aber ich kann es leider nicht ändern. Okay, mal nur kurz. Mensch. Es ist aber merkwürdig, Leute, weil ich sehe hier immer meine Dropped Frames. Dropped Frames ist sozusagen, sind Bildframes, die nicht in den Stream gegangen sind, die sozusagen gedroppt wurden, vergessen wurden sozusagen. Und die stehen hier auf Null. Also theoretisch, wenn ihr jetzt eine schlechte Seherfahrung habt, dann liegt es, glaube ich, an YouTube sogar und nicht mal an meiner Software, weil die läuft einwandfrei hier. Das ist sehr merkwürdig. Egal. Ja, ich glaube, es ist ein YouTube-Problem. Okay, also, wir finden den Vanilla Edesia, finden wir jetzt mal gut. Und ihr werdet dann in weiteren Videos noch mein finales Urteil erfahren. So, es lichtet sich hier mein Schreibtisch ein bisschen, weil er ist so zugebaut, dass ich mich teilweise, ich habe hier so wenig Platz nur noch. Also ihr seht es nicht, aber ich habe hier wirklich, kann mich so viel bewegen hier. der Ton ist ganz schlimm. Ja, ich werde mir das Video im Anschluss anschauen und dann werde ich troubleshooten, wenn ich das merke. Sunny Day schreibt, habe auf deine Empfehlung hin den Blanc Spätblind bestellt. Und? Bist du zufrieden? Wie findest du ihn? Okay. Wisst ihr was jetzt? Wie wäre es denn für unser erstes Giveaway? Das wäre doch was, oder? Ich habe heute was Tolles für euch. Und zwar einen Flakon schenke ich euch, einen neuen Duft, original verpackt, extra für euch. Und zwar ist der von, Moment, ich suche ihn hier gerade, damit ich euch zeigen kann, es ist hier. Der ist von Uni Nomad und heißt Murmure des Dieux. Diesen Duft habe ich euch noch nie verschenkt. Ich habe den noch nicht so oft in Videos gezeigt, obwohl er wirklich sehr angenehm ist. Ich habe den schändlich vernachlässigt und ich habe mir jetzt geschworen, das zu ändern. Und ich bezeichne den als den Yoga-Duft. Das ist für mich ein Yoga-Duft irgendwie. Also ein super entspannender, ein bisschen floraler, chilliger Duft. So sieht er aus. Und er ist ultra angenehm. Genau. Also ihr habt so ein bisschen... Also Yoga auf Bali, ja, ist auch aus der Bali-Reihe, müsste man sich vorstellen, weil diese Frangipani, das Absolu, auch der Ylang Ylang machen ihn sehr tropisch. Und dann hat er aber gleichzeitig eine schöne, schöne Frische mit dem Hedion, mit der Bergamotte.
mit dem Moschus. Und diese bisschen schweren Noten, Labdanum, Amber, Vanille, Benzoil, merke ich gar nicht so stark. Also ist für mich ein sehr gediegener, chilliger, cooler, frischer Duft. Richtig entspannend. Und jetzt machen wir... Den verschenke ich jetzt, ja? Den gibt es neu für euch. Unabhängig davon wisst ihr ja... Ich muss es immer dazu sagen, weil ich habe nirgendwo so gute Deals wie bei Ununomat. Wenn ihr was probieren wollt, ihr könnt immer meinen Code LENI10 eingeben, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Das ist aber nicht der beste Deal, sondern der beste Deal ist, wenn ihr einfach LENI eingebt als Code, dann könnt ihr, falls ihr einen 100ml oder einen 50ml Flakon kauft, kriegt ihr einen 25ml Flakon gratis mit dazu. Den sucht ihr euch einfach mit aus, legt einen Warenkorb, wird euch dann beim Checkout wieder abgezogen. Und ihr könnt natürlich euch auch mal ein Discovery Set holen. Das ist echt richtig schön gemacht, auch richtig wertig. Das Design ist geil. Ihr wisst, dass ich ein super Fan der Marke bin. Und jetzt haben sie mir eben einen neuen Murmel de Dieu geschickt für euch, dass ich ihn an euch verschenken darf. Also wer Bock auf Entspannung hat und auf so ein bisschen Bali-Vibes, der kann jetzt beim Giveaway mitmachen. Okay, jetzt muss mir natürlich wieder eine Frage überlegen für euch. Erstmal die Regeln. Ach so, nee, habe ich falsch geschrieben. So muss es sein. So, die Regeln im Chat hält nicht super gut. Also, der Murmel de Dieu hält nicht super gut. Das ist mehr so ein Chillerduft, ja. Der ist da ein bisschen da und dann irgendwann ist er weg. Ich würde sagen, der hält so 5 Stunden circa. 4 bis 5, ja, ungefähr. Genau, okay. Die Frage, die ihr beantworten müsst im Chat, wenn ich das Go gebe, ist folgende. Und ihr müsst es richtig schreiben. Es muss wirklich richtig geschrieben sein und der Erste gewinnt den Murmur de Dieu oder die Erste. Wie heißt der Creative Director von Amouage? Okay. So, und jetzt habe ich so schlau geredet, jetzt muss ich kurz selber gucken, ob es richtig ist, weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Moment. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, genau, Renova. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob da noch ein L rein muss. Also, gewonnen hat Malding, Renaud Salmon. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch dir. Du kriegst den Murmel de Dieu, schreib mir eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Lies die Regel nochmal durch und dann kriegst du den. Weiter geht's. Komisch, mein Chat ist weg. Ich habe das Gefühl, meine Overlays sind mir abgeschmiert. Es gibt keinen Chat mehr, den ich sehe, obwohl so viele von euch schreiben. Sekunde, ich lade es mal kurz neu. Das echte Streaming ist so eine komplexe Geschichte. Da müssen so viele Sachen ineinander greifen. Es braucht, die Streaming-Software muss funktionieren, die Audio-Software muss mit der Video-Software funktionieren und dann habt ihr noch diese Overlays, die sozusagen dann über den Stream gelegt werden, die dann halt den Chat anzeigen zum Beispiel oder irgendwelche Notifications. Und der lädt hier gerade, überhaupt nicht. Vielleicht ist das das Problem. Ich glaube, dieses Plugin ist down. Stream Elements heißt es. Es reagiert gerade nicht. Solange es nicht reagiert, haben wir hier jetzt keinen Chat. Das macht aber nichts. Solange es noch funktioniert, ist alles gut. Aha. Okay. Jetzt versuche ich das mal kurz zu resetten hier. Overlays, Chat. Gib mir kurz 10 Sekunden. Oder auch 15, wenn der hier weiterhin so langsam lädt. Der Speed scheint nicht super gut zu sein gerade. Lass es mal laden und dann komme ich drauf zurück. Okay, gut. Der Chat ist wieder da, schau her. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Laut Zoradora kommt Mellow am 15.10. raus, na immerhin. Wo hast du das gelesen? Weil auf der Website habe ich nichts gesehen. Wahrscheinlich auf deren Insta, kann es sein.
Okay, machen wir weiter. Weiter im Text hier. Was habe ich noch? Ich habe auch einen Duft gekauft. Und zwar habe ich gehört, dass der so super toll sein soll. Und es ist ein super günstiger Duft. Wie viel habe ich bezahlt für den? Ich glaube, keine 20 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es war so ein Non-Event. Ich habe es schon wieder vergessen. Es ist ein Zara-Duft. Und er heißt Sand Desert at Sunset. Und das ist, habe ich dann im Nachhinein festgestellt, mal wieder ein Dupe. Es ist praktisch alle Zara-Düfte, auf die Leute total abgehen, sind immer Dupes. Und ich habe sofort erkannt, was es für einer ist. Das ist der Wahnsinn. Er ist so nah dran. Ich schau mal, ob ihr draufkommt, wenn ich euch die Noten zeige. Schaut mal hier. Das ist er. Und jetzt sagt mir mal, was ihr denkt, was das, also welchen Duft der imitiert. Ja, das ist Escher. Aber sowas von, ne? Also so extrem krass. Ich habe den jetzt auch nochmal geholt, den Escher, weil ich muss jetzt mal vergleichen hier. Ja, ich würde sagen, also es ist unglaublich wiedererkennbar. Ich würde sagen, der einzige Unterschied ist vielleicht das Initial, der Sand Desert at Sunset noch eine Ecke süßer kommt, finde ich. Aber krass, also Alter, sind die da nah dran. Also wer auf den Angel reagiert und nicht so viel Geld ausgeben will, der kann sich den besorgen. Ich nehme mal nicht an, dass er so lange hält. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ihn noch nicht getestet, der kam jetzt auch erst gestern oder so. Aber der Dufteindruck ist schon mal extrem. Und ich meine, wenn du hier für 20 Euro so viel Menge bekommst, das sind ja 100 Milliliter, dann kannst du auch nachsprühen, da ist dann die Haltbarkeit echt nicht so wichtig. Ja, wie viel 200 Euro ausgeben für einen Duft, und ich weiß nicht, wie viel er kostet, aber um die 200 Euro, dann will ich auch, dass der performt. Der muss dann performen, was der hier Gott sei Dank macht. Aber wenn ich nicht so viel Geld ausgeben will, dann ist mir die Performance ja auch wurscht, weil ob ich da jetzt zwei Sprühe von dem nehme oder im Laufe des Tages acht von dem, das ist immer noch so viel günstiger. Das ist echt verrückt. Verrückt. So. Okay. Ja, die Performance, da date ich euch noch ab. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht ausreichend getestet, aber ich muss aufhören, immer so dann aus dem Impuls raus, die Düfte zu kaufen, wenn die Zara-Düfte gehypt sind, weil es meistens echt Dupes sind. Und ich habe dann oft die Originale ja da, deswegen ist es irgendwie blöd. Aber gut, jetzt haben wir das auch gesehen. Dann hat mich... Was machen wir jetzt als nächstes? Ey? Ah, dann hat mich Mikalev noch mit zwei Düften bedacht. Die kamen aus dem Nichts. Ich wusste auch gar nicht, dass die kommen. Das ist Secrets of Love Collection. Einmal Sensual und einmal Spiritual. Die habe ich auch noch nicht... getestet. Die kenne ich, ich glaube, ich habe sie mal in der Abfüllung gerochen. Und die kommen in diesen Flakons hier. Ah, sind das vielleicht Extrais? Weil die sind ja historisch gesehen, sind die, glaube ich, durchsichtig. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das ist der Sensual. Gucken wir mal kurz. Weil auf dem Bild sieht er anders aus für mich. Haben die vielleicht einen neuen Flakon? Kann das sein? Weil das wundert mich, die gibt es ja schon ewig, 2016. Und dass die jetzt irgendwie wieder pushen, das kommt mir komisch vor. Aber den probieren wir jetzt mal. Mikalev hat immer so ausgefallene Flakons. Okay, überhaupt nicht so süß, wie ich es jetzt gedacht hätte von den Noten her. Sehr schön holzig. Sandelholz kriege ich eigentlich am meisten hier. Gar nicht mal Oud oder Vanille. Fußball 123 fragt, kommt Heaven in Coconut noch? Ja, der kommt noch, den habe ich auch hier liegen. Ich habe auch ein paar Zusendungen von Zuschauern bekommen. Süßholzig, schreibt Parfumo, ist dieser hier. Kann ich bestätigen, wobei ich ihn nicht super süß finde. Der ist auch sehr angenehm. Ich muss mich näher mit dem beschäftigen. Bin jetzt auch nicht auf den Socken so auf den ersten Sniff. Der wird nochmal, den führe ich mir nochmal zu Gemüte, zu einem anderen. Und dann haben wir noch den Spiritual. Das ist
dieser hier in weiß mit Perleffekt. Aha, sieht man den Perleffekt? So. Das ist dieser hier. Schauen wir ihn uns an. Ich glaube, die haben die Flakons revamped. Die waren früher, hatten die mehr Relief oder waren so ein bisschen durchsichtig. Oh, der ist schön. Der ist richtig schön sauer spritzig. Hier, rosa Pfefferbergamotte, kommen richtig geil. Süßer Jasmin, sehr gefällig, extrem gefällig. Vanille, Ambra, Benzoe. Schön. Frage ist, wie er runtertrocknet. Das ist die Art von Duft, wo ich immer skeptisch auf den Drydown warte. Aber für den Moment finde ich ihn gut. Ja, richtig. Der ist nämlich richtig. Ich sehe es gerade. Seht ihr hier? Der ist ähnlich zu Erbapura und Cassiopeia und was ist denn das hier für einer? Blessed Baraka. Geht in eine ähnliche Richtung. Ist aber für mich angenehmer als Erbapura, finde ich. Also nicht so, nicht ganz so laut und nicht ganz so stechend. Okay, schauen wir uns auch noch an. Dann sollen wir jetzt vielleicht den Coconut Heaven. Was ist der Coconut Heaven? Und Heaven of Coconut heißt der. Und es ist eine Zusendung vom Hannes. Und ich weiß jetzt nicht mal, von welcher Marke der ehrlich gesagt ist. Muss jetzt mal schauen. Heaven of Coconut. Von Claire de Lune. Oh, der hat eine 8,5er Bewertung. Ja, Sapralot. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, der klingt geil. Let's see. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ist noch ganz. Ja. So. Boah, den kann ich. Oh, den mag ich gar nicht. Das Maiglöckchen zerstört mir den Eindruck brutal. Der könnte so geil sein. Aber der riecht für mich gekippt. Das Maiglöckchen ist richtig. Oh. Ach nee, das ist schade. Das ist schade. 8,5er Bewertung, das kann ich nicht glauben. 49, gut, das ist noch nicht sehr viel. Der kam auch gerade erst raus. Ah, vom Chris Carbonell. Schau, schau. Nee, sorry. Ist nicht meins. Der, oh, nee. Hätte schön sein können. Ich weiß nicht, ob er so besonders gewesen wäre ohne das Maiglöckchen, aber das Maiglöckchen ist nicht mein Fall. Er hat sozusagen diese Kokos, diese cremige Kokoshaftigkeit, ohne zu süß zu sein. Und dann kommt da diese Grünheit von dem Maiglöckchen. Das ist wirklich so, bah, nee. Sorry, nicht mein Ding. Okay, du darfst gehen. Dann habe ich noch einen neuen Duft. Und zwar, ich bin schon langsam müde, von Rania J. Kennt ihr die Marke? Rania J. Nicht überhaupt. Hier. Heißt Ombre Loop. Und, ich zeige euch vielleicht mal kurz die Verpackung. Das ist hier so eine Art... wie heißt denn das? Nicht Latex, sondern so eine Art festes Styropor. Und der Ombre Loop, der hat schon eine richtig fiese Farbe. Gucken wir uns den mal an. Ich erwarte was ganz Dunkles. Wisst ihr, was ich immer nicht so schön finde? Das ist echt, also das verstehe ich nicht, weil ich kenne diese Flaschen und sie hat so eine Plakette vorne drauf, ne? Ich zeige euch das mal hier. Und diese Plakette, die ist nicht mittig draufgeklebt.
Das macht es dann so cheap. Das finde ich echt schrecklich, weil der Deckel ist relativ wertig, aber diese Plakette, die ist einfach schief. Ich weiß nicht, das ist dann irgendwie, hat dann gleich so einen negativen Halo-Effekt, finde ich. Ombre Lou wird's ausgesprochen. Okay. Von mir aus. Wie ist der? Extrem ambriert, ja. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr tiefer, dunkler, amber, nicht sehr süß. Richtig harzig, fettharzig, ja. Wir haben zwar ein Vanille-Absolü, aber das ist wirklich nicht so süß. Die Tonkabohne kommt sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oud kommt minimal animalisch, kann ich ertragen sozusagen. Hannes fragt, hast du gerade gemeint, dass der Duft von einem Hannes war? Habe ich gesagt, ja, es war von einem Hannes, aber nicht von dir, von einem anderen Hannes. Ich scheue immer davor zurück, eure Nachnamen zu nennen, weil ich nicht weiß, ob das jeder mag, dass der Nachname genannt wird. Deswegen, es gibt ein paar mehr Hannisse hier, aber gut. Der Peru-Balsam Labdarm absolut. Ja, er ist sehr, sehr fein. Qualität finde ich gut. Er ist halt archetypisch ambriert. Gut gemacht, aber gibt es auch schon tausendmal. Also würzig, ja, bisschen zimtig, bisschen, definitiv auch ein bisschen Kardamom. Sehr schöne Tonkabohne. Tonkabohne ist für mich fast die prominenteste Note. Und da kommen aber gleich das Labdanum und der Peru-Balsam sehr stark. So. Der Fußball-1-2-3 fragt, kommt der Ferdinando Mazzolari noch? Das könnte mich fast zu der Annahme bewegen, dass du der Hannes bist. weiß ich nicht, schauen wir mal. Eine Sache, die wir auf alle Fälle noch testen müssen, nachdem ich mein Votum hier für den Rania J abgegeben habe, ich finde den okay, ja. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Ist ein schönes Rad. Ein schönes Rad, das man schon kennt, würde ich sagen. Was ist denn das für eine Konzentration? Auch ein Eau de Parfum. Muss ich nochmal tragen. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt, aber jetzt für den Moment bin ich nicht over the moon mit dem. Eine Sache, die ich unbedingt noch testen wollte mit euch, ist der Tobacco Honey von Guerlain. Den hat mir die liebe Simone zugesendet. Auch nicht unsere Simone Spatz, sondern eine andere Simone. Schauen. Ach, das ist aber gut verschlossen. Sehr sicher verschlossen. Trickies Wonderland fragt, kann ich deinen Code bei FX Miller eigentlich auch im Laden vor Ort einlösen? Ja, genau. Kannst auch. Gehst einfach zur Kasse und dann sagst du, bevor sie eintippt, Code Leni. Und du musst zwinkern, unbedingt. Dann kriegst du den Rabatt und das Probenset. So. Sind wir gespannt auf den Tobacco. Heißt der Tobacco Honey, oder? Ja. Wow. Okay, das ist wirklich Honig. Wahnsinn. Wahnsinn. Moment, wo habe ich den? Hier. Wow. Intensivster, krasser Honig, den ich je gerochen habe, glaube ich. Würzig, ja. Ich kriege die Gewürznelke nicht so sehr, aber den Anis schon. Und er ist schön süß drunter, aber der Honig ist dominiert alles. Ich finde ihn schön. Oh, der könnte. Ich probiere ihn jetzt aus. Ich sprühe den jetzt auf mein Handgelenk. Ich habe das Gefühl, dass das so einer ist, der auf der Haut richtig geil wird. Er hat jetzt mit 7,6 nicht so eine gute Bewertung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber irgendwie,
der macht mir schon Lust. Das ist nicht die Art von Duft, die mir typischerweise super gut gefällt, aber der ist irgendwie besonders. Also auch, ja, vielleicht ist es auch die Sesamnote, die ich da noch spüre, oder Tabak hält sich sehr zurück im Moment. Ich bin sehr gespannt. Hat den jemand von euch schon probiert, den Tobacco Honey? Simone Spatz schreibt, er hat sich aus den Socken gehauen. Ja. Der ist sehr besonders, sehr fein, wieder sehr Guerlain, ne? Also Guerlain macht irgendwie so, ich bin eben auch so, Danika, ich sag auch, Honig ist nicht unbedingt meins in Düften. Ich muss nicht immer Honig dabei haben, aber es ist ein besonderer Honig hier. Also, Tabak kommt jetzt immer mehr. Aber nicht so, dass ich ihn namensgeberwürdig finde, dass ich sagen würde, der Duft muss jetzt Tobacco Honey heißen. Okay, ich bin gespannt, wie sich der entwickelt. Vielversprechend auf jeden Fall. Okay. Jetzt habe ich noch, oh ja. Ich habe noch einen Creed. Auf den bin ich gespannt. Der Flakon ist ziemlich out there, sage ich mal. Bis 10. Danica spricht man wie Z. Danica. Danica. Also schon. Kommt erstmal ganz viele Karten, kommen damit dazu. Hier ist er. Er heißt Carmina. Carmina, also Gesänge, Lieder, oder? Ist doch lateinisch. Schauen wir mal. Der Flakon, ich weiß nicht, was er drin hat und ich habe ihn noch nicht gerochen. Vom Flakon her würde ich sagen, der muss irgendwie beerig sein. Schauen wir mal. Oh, Sprühe ist gut. Sprühe gefällt mir. Aha, das ist eine starke Rose, meiner Meinung nach. Ohne jetzt genau zu wissen. Ich hätte mir den viel süßer vorgestellt. Ich dachte, es ist bärig und süß, aber es ist rosig und unsüß. Finden jetzt nicht unangenehm. Schick. Over Under fragt, komme gerade erst rein, hätte direkt eine Frage. Was hältst du von dem Guerlain Tobacco Honey? Du kannst mal im Stream kurz 5 Minuten zurückgehen. Wir haben ihn gerade angeschaut. Also echt vor 5 Minuten. Cecilia, der Shop heißt FX Miller. Ja, also ich rieche echt fast eine Rose. Vielleicht ein bisschen grüne Elemente. Ein bisschen Holz, aber weiß ich nicht. Schauen wir mal. So, hier sind wir. Also, Mairose, Pfingstrose, ja. Ihr seid am Start. Holz, ja. Kriege keine Myrrhe, keinen Weihrauch, kein Amber. Kein Safran, keine Schwarzkirsche. Also bis jetzt ist er nur pur rosig für mich. Muss mal gucken. Schreiben die anderen Leute. Vergorener Fruchtmarsch. Gut, dass er sich schnell verabschiedet. Das war nicht sehr nett. Ich finde den null fruchtig. Null. Pinker Trendy Cocktail. Jung, synthetisch, girly. Wirkt definitiv günstiger als er ist. Lecker wie viele andere Designer auch. Also wie gesagt, ich finde den null süß, null gourmandig. Ich finde den null lecker. Jung, synthetisch, girly. Weiß ich nicht. Der wirkt auf mich vom Flakon her zwar super girly, aber vom Duftcharakter her wirkt er wie Business, halt so Rose. Authentischer Kirschduft, bei dem einfach alles passt. Mit viel Fantasie kriege ich vielleicht da irgendwann eine Schwarzkirsche raus, aber ganz, ganz, ganz viel Fantasie. Also,
Okay, interessant. Finde ihn nicht unschön, aber er ist überhaupt nicht das, was ich gedacht hätte. Das Pfeilchen kommt nicht so raus, also ich merke es gar nicht eigentlich. Okay. Dann, weiter geht's. Dann habe ich noch einen Duft. Das ist jetzt hoffentlich, das ist der letzte jetzt. Hoffentlich. Dann habe ich einen Duft von auch einer neuen Marke, die heißt Chabot. Und jetzt muss ich mal extra Punkte vergeben für wirklich super schöne, super schön gemachtes Packaging. Also richtig, richtig nice. Total süß mit diesen getrockneten Blumen. Also da lacht mein Herz. Hoppala, fällt schon raus. Der Duft haben, zusammen mit einem Discovery Set, heißt La Nuit Danse. Also der Nachttanz, oder? Der Nachttanz. Schauen wir ihn uns mal an. Oh, die Sprühe geht breit, sehr breit. Ich habe uns voll auf die Finger gesprüht. Wow, okay. Mhm. Sehr feminin, super pudrig. Moschus floral, würde ich sagen. Irgendwie tief auch. Also ich könnte mir auch vielleicht so einen Weihrauch drin vorstellen oder so. Ja, so sieht der Flakon aus übrigens. Ganz nett. Schauen wir ihn uns mal an. Aha, Reispuder. Mhm, also geht definitiv so in die Richtung von Teint de Neige. Diese ganzen Babypuderdüfte, wobei weniger Teint de Neige und mehr L'Instant Magique von Guerlain, würde ich sagen. Ultra pudrig, feminin. Es steht zwar eine Vanille in den Noten, aber ich finde ihn nicht sehr süß. Ich kriege auch den Jasmin kaum. Also, auch das Veilchen und Jasmin sind ja eher süße Blüten. Kriege ich beides nicht so sehr. Ja, sehr schön. Also, sehr schön, aber irgendwie jetzt für mich, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu unschuldig. Das ist so, also das ist so die Art von Duft, die ich sehr schön finde und wo ich aber mich selber nicht so damit identifizieren kann. Das ist also wirklich sehr pristin. Das könnte ein cooler Duft für eine Braut auch sein. Ja, als der Herbert mich besucht hat letztens, da habe ich ihn ja gefragt, in welchem Duft er mich sieht. Und was er sofort beantworten konnte, ist, welchen Duft er nicht an mir sieht. Und das war Teint de Neige. Und ich glaube, der Herbert würde wahrscheinlich sagen, dass der auch nicht zu mir passt. Aber er ist sehr, sehr schön. Zur Haltbarkeit kann ich jetzt noch nichts sagen. Müssen wir mal gucken, was die Leute so sagen. Der hat jetzt 89 Bewertungen, okay. 7,4 ist für diese Art von Duft gar nicht so schlecht, finde ich. Was schreiben denn die Leute? Ja, ich dachte, in Sachen Puder kann mich nichts mehr überraschen. Ja. Ja, er ist schon gut, ja. Nicht zu staubig, nicht penetrant, eher elegant, fein, sehr gepflegt. Babypuder-Aura mit einer Prise Eleganz, das unterschreibe ich. Genau das finde ich auch. Veilchensirup merke ich hier jetzt nicht. Ich finde ihn elegant, ich finde ihn nicht direkt fröhlich. Ich finde ihn mehr, ich würde mehr sagen, der ist eher so still hoffnungsvoll. So würde ich den beschreiben. Still, hoffnungsvoll, unschuldig, feminin, weiblich. Ja. Naiv? Irgendwie, ja. Unschuldig. So. Der klingt gut, ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir unser zweites Giveaway
Und ich schaue mal kurz auf mein Handy, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich euch unbedingt noch zeigen muss. Aber ich glaube, wir sind halbwegs durch. Das passt. Okay, cool. Dann habe ich jetzt noch ein cooles Giveaway für euch. Und zwar... So. Im letzten Stream hat die Caro das Giveaway gewonnen. Und zwar das Giveaway war... Du darfst dir 5 Düfte aus meiner Sammlung aussuchen. Und dann hat sie tatsächlich geschrieben, sie gibt das Giveaway weiter, weil sie gerade bedient ist. Und das heißt, ich kann das heute nochmal verschenken an euch. Also der Giveaway-Gewinner von jetzt darf sich 5 Düfte aus meiner Sammlung aussuchen. Ihr findet mich auf Parfumo unter Leni War. Da schaut ihr einfach meine Sammlung an. Also sprich hier, könnt ihr gucken, was so da ist. Und dann könnt ihr euch da 5 Düfte aussuchen aus der Habe ich Section. So. Genau. Die Frage ist, wie heißt der Zara-Duft, den ich gerade vorgestellt habe? Voller Name bitte. Wow. Kilian T war echt verdammt schnell. Jetzt muss ich kurz schauen, ob das stimmt. Sand Desert at Sunset. Das ist richtig. Kilian T hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn, wie schnell war das? Das glaube ich, hätte ich selber nicht so schnell tippen können. Na, okay. Herzlichen Glückwunsch. Und das war's für heute. Ich habe noch viele Sachen, die ich euch zeigen kann, aber sorry, ich bin so müde heute. Für mich ist es wirklich Zeit. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was in 2 Wochen unsere Agenda ist. Weil irgendwann bald kommt der Marcel nochmal und ich muss mal kurz schauen, wann es ist. Ich glaube, es ist noch nicht in 2 Wochen. Also noch nicht das nächste Mal, aber... Okay, also für in 2 Wochen... muss ich mir noch was überlegen. Also es gibt noch kein fixes, wie sagt man da, kein fixes Programm. Aber ich habe jetzt noch mal ein paar coole Videos in der Zwischenzeit für euch. Und dann wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit bis dahin. Ganz viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen. Und ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.